Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft hier auf dem Dinecraft-Server. Und ihr seht ihn im Hintergrund rumschwirren, wieder mal mit dem Danger. Hallo. Guten Tag. Und da hinten ist auch der THJG und Dylan Nick ist auch da. Nick. Und nein, ich habe immer noch keinen YouTube-Rang. Moin Lauch. Oh, die trinken alle Wodka hier am Spawn. Komm, lass uns verschwinden, die füllen uns nur ab. Was? Danger Rox? Dangereux? Will was? Warum? Dangereux? So, jetzt wird's französisch? Kein Plan, Mann. Hier hast du ein Brötchen. Hi. Oh mein Gott, er bewegt sich. Der JG. Ich schmeiß mit Edeka Brötchen. Casino hat wieder geöffnet. Warp Edeka, siehst du, das geht hier an den ganzen Tag so. Ey, der fliegt. Wo fliegt der hin? Wir sollen mal lieber Tickets beantworten. Ja. Entschuldigung. So, was machen wir denn? Jo, sag was. Achso, beim letzten Part war der Korti bei mir zu Gast. Da habe ich ein was noch nicht gesagt, was es Neues gibt. Mach mal /marry. Also wie heiraten. Ach ja, das habe ich heute im Forum gelesen. Hast du gelesen? Ist sehr witzig. Da sind auch einige Geschichten schon passiert hier so, aber... Jo, List of all married player. Ach ja... Monogamie gibt's hier also auch nicht, ja? Doch, geht. Also wenn du mehrere hast, ne? Ach so, nee, das nicht. Mary aber du kannst komplett nichts, also nicht weiblich, nicht männlich, das sind die grau unterlegten. Die pinken sind halt die Frauen und die türkis hellblauen sind eben die Jungs. Oh Mann. Ja, das Danger, ist willst du mich witzig. Heiraten? Nein, ich habe, glaube ich, 5 Anfragen oder so abgelehnt bisher. Okay. Und da, wo ich angefragt habe, die wollten mich nicht, also ich lasse es. Ist jetzt eigentlich wieder gemein? Ja. Ich merke doch, wie viel Stress die Leute in der Beziehung hier haben, seitdem es das Plugin gibt. Kein Spaß. Denn? Ist ganz witzig, also. Ja, es entwickelt sich halt weiter. Schon passiert. Wer kommt denn da hinten in seinem T-Shirt-Kostüm? T-Shirt-Tanga. Wir schweifen ab. Ich esse ein Brötchen. Gott, wie viele Brötchen mal. Ich hab. Du hast ja ein neues Haus, ne? Kann ich dir da irgendwie helfen? Abbauen, bauen? Ach du, ich müsste eigentlich endlich mal das Dach fertig machen, ne? Aber ich gehe mal gerade ganz kurz Home Garten, wo wir dabei waren. Leute, das ist mein Strebergarten. Bis zum 11. August habe ich den noch. Warte, kann ich gleich mal ein bisschen... Oh. TPA... Kannst mich doch nicht hier zurücklassen. Core TLP. Ich guck gerade mal. Kurz ein bisschen verlängert. Der Kö, ne, das ist dann, glaube ich, doch eine andere Anlage als die, wo ich bin. Wo ich mal kurz dabei bin, kann ich mal kurz ein bisschen ernten. Ah, du fängst gerade an, hier auch Keller auszuheben. Also, ja, ich sehe. Ich fange nicht an, ich habe da sogar schon was. Ja. Ach so, ich kann ja hier eh nicht. Was? Ah, hier gibt's noch eins tiefer und noch eins tiefer. Ja, ich baue mir hier alles an, was ich brauche. Also ich gehe eigentlich momentan auf Kekse. Kekse? Beim Shop verkaufe ich ja Kekse vom Krümelmonster geklaut. Stimmt natürlich nicht, im eigenen Garten angebaut. Wie kannst du... Warte mal. Kekse? Kakaobohnen und Weizen. Ah ja, Weizen hätte ich nur keine Kakaobohnen. Da fehlen mir die... Ah. Stimmt, aber da fehlt mir was für. Ich habe noch gar keine... Kann ich dir geben? Zack, zack, zack. So, und das da unten ist bestimmt auch schon reif, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich irgendwann offscreen wieder. Weil ihr seht schon, Feld Nummer 1. Na, komm, geh runter. Feld Nummer 2. Und hier unten entsteht dann noch Feld Nummer 3 und das ist noch in der Arbeit. Und ich habe meinen Garten eben mal schön verlängert. Deswegen in der neuen Hütte. Hilfe, erschreck mich doch nicht so. Und jetzt hast du noch was Neues im Inventar. Yay! Wo setze ich die jetzt noch hin? Wo setze ich die jetzt? Die musst du ja an Holz setzen. Was? Wie? Weiß nicht, ob es zwingend Dschungelholz sein muss. Hast du irgendwo einen Baum hier? Nee. Leider nein.
fällt mir gerade echt auf. Moment, auch, warte ich mal. Ich hab auch nicht mal Holz einstecken. Speck, ich guck mal, ob ich bei mir Dschungelholz genommen habe. Das weiß ich gerade echt gerade nicht. Stimmt, den Boden setzen kann ich so nicht. An Holz setzen kann ich die auch nicht. Dann, Moment, Beck, ich geh mal kurz nach Hause. Oh, hi, da warst du. Ja, ich hab noch /Beck-Befehl, das ist ganz cool. 3, 4, 5, machen wir das mal so. Und dann nehme ich mal anderes auch mit, um das zu testen. Das habe ich noch nie probiert. Ich meine, das geht nur an Dschungelholz dran. Oder dann mache ich mal hier den Holz. Probier mal das an, das also Akazienholz zu pflanzen und da die Kakaobohnen dran. Seitlich. Ich habe dir gerade mal Akazienholz zugeworfen. Was? Was war mit Abbauen verdienen? Nee, lässt sich nichts dran setzen. Okay, dann muss es an Tropenholz dran. Liegt auch da. Ist halt doof, wenn man keine Axt hat, ne? Ja, das stimmt. Meine ist auch bald futsch. Also ich habe sogar eine einstecken, sehe ich gerade. Du musst toll warten, um wieder etwas für Abbauen zu verdienen. Ja, das ist durch das Jobs-Plugin. Ach, tatsächlich. Ah, ja, genau. Also geht es nur an Dschungelholz, alles klar. Und Dschungelholz bekommst du leider nicht mehr, weil da die neuen Farmen, also die alten eigentlich, ja wieder die alten Farmwelten, das heißt, da findet man kein Tropenholz mehr, aber... Die 5 kannst du behalten. Ich hatte selber auch nicht mehr so viel, aber brauche ich auch nicht. Sicher? Ja. Okay, danke. Also ich habe meine Farm komplett fertig. Das heißt rein theoretisch, wir sind fast noch die einzigen, die noch Kakaobohnen anpflanzen können. Oh, ich glaube, das hat jeder irgendwo schon. Guck mal, wer noch so dein Nachbar ist. Queen Stela. Edward Ragnar. So, aber jetzt merke ich gerade, ich habe den doof gesetzt. Egal, Paddyfee, nein, guck mal, du bist doch hier in dem Schrebergartengebiet. Warte, nur auf der anderen Seite. Oh, da sind wir hier fast Nachbarn. Echt jetzt? Wobei, in dem Schrebergarten sind eh alle Nachbarn, die zu so einer kleinen Gartengemeinde gehören. So, warte. Kann ich dir zeigen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich komme mal kurz gleich rüber. Ich setze nur mal mein erfarmtes. Wo kommt denn eigentlich dieser Löwenzahn schon wieder her? Egal. Was kann man eigentlich nochmal aus rote Beete machen? Borscht. Oha. Brauchst du noch ein Brot? Nö, nö. Ah, guck mal, hier haben wir Edward Ragnar. Guten Tag. Der wohnt da auch direkt. Muss ich hier mal ein bisschen durchlaufen? Hey, wo sind die Schilder? Ach so, falsche Seite. So, gehen wir mal hier durch. Zwischen die Gärten. Ist alles so verworren hier. Seas 1 an 111. Oh, der hat sogar auf. Monster of Cookie, oder ist es doch nicht der? Easy Hacks. Doch, das ist das nicht damit. Doch, das muss der sein. Hier ist doch der Teich. Oder die sehen alle gleich aus. Geh doch mal zu deinem und guck doch mal. Nein, ich hab's. Da ist der Ilativ, dann weiß ich. Tin Punk, genau. Die Shinilili. Die Sumsi. Guck mal, alle hier in der näheren Umgebung. Dann haben wir hier noch den Olli SF, war ja auch mal Moderator, ja, Moderator. Dungi3P, YouTuber. Also das ist hier so, bekannt. Promi-Ecke? Ja, genau. Floxe, O-Amt und YouTuber Danger zockt. Tatsächlich, guck mal. Oh ja, das ist aber viel Grün hier. Ja, ich habe alles unten zum Farmen, oben ist nur Deko. Achso, ja. Knall mir die Tür vor der Nase zu, danke, hab dich auch. Aber bei dir geht's aber tief so, runter. Ich hab das so knapp wie es geht, also. Dass du wirklich so, nur 2 hoch hast. Ja gut, hab ich ja nicht anders. Aha. Und oha. Also das nenne ich mal eine Kürbisanlage hier. Wie komme ich denn hier raus? Ja. Ah, jetzt.
Das war's. Das war's, sagt er. Ja, ganz unten kannst du ja noch gucken. Für deine Zuschauer, wenn es die interessiert. Kaktus, au. Ja, muss aufpassen. Und hier hat er die Kakaobohnen. Ja, ich würde sagen, hier kannst du fleißig ernten. Ja. Bitte nicht zu, danke. Ja, ich hab noch bis draußen, 19.8. Sehr gut. Das hier draußen ist bei dir auch eher Deko, ne? Der Rest ist ja alles da unten. Genau. Draußen packe ich eigentlich nichts an. Weil ich habe draußen ja auch noch ein bisschen, ne? Zum Beispiel die rote Beete. Ach, scheiß Gewohnheit. Ja, rote Beete habe ich gar nicht mal unten, weil... Ja, wozu? Keiner isst gerne Borsch. Warum? Hier ist die Slyrix noch. Wen haben wir denn eigentlich? Easy Hex. Achso, jetzt sind wir eigentlich schon rum. Aber genau, irgendwie dein Dach, ne? Hm? Von deinem Häuschen. Aber auf jeden Fall sind wir doch im selben Gebiet. Ja, oh, was Wunder, sehr cool Wunder ist. Uiuiui. Ui, ui. Da oben ist eine Redstone-Fackel. Was? Auf dem Haus. Redstone, Freizeitpark. Müssen wir irgendwie jetzt mal hinkriegen. dass wir die halt setzen können oder wenigstens ein Mod oder Admin für uns oder so. Also da hinten sitzt einer. Ja. Sieht sehr noch aus. Sollen wir denn dein Dach noch machen? Ach, können wir mal gucken. Was heißt Dach? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch was alles für hab. Ah, das war das Falsche. Ah. Ja, ich kann... VGS2. So, bin da. Du darfst. Ja, okay. Ich wollte eigentlich jetzt hinlaufen, aber ohne Buff ist es blöd. PPA Cord, die LP. Dankchen. Was hast du denn eigentlich für ein Dach? Noch gar keins. Deswegen, ich überlege gerade, einfach Flachdach drüber und gut ist. Musst auf jeden Fall die Höhe da noch checken, dass du nicht zu hoch bist. Achso, ne, Dach ist ja schon, hier muss nur noch ein bisschen angeschlossen werden. Bei nee, die anderen sind ja alle höher als du. Ja eben, das ist... Deswegen hier oben vielleicht noch Dachterrasse, Ich weiß es gar nicht, nur das einzige Problem ist, das Ding besteht halt hier aus... Ne, Steinziegel. Das ist nicht einfach nur Bruchstein, nein, das sind Steinziegel. Damit kann ich aber helfen. Ja, ein paar habe ich auch noch. Aber ich überlege halt gerade hier oben vielleicht noch Dachterrasse. Aber auf jeden Fall, das hier soll sozusagen Schluss dann, ne? Nicht höher. Weil ich habe genug nach unten hier in der Hütte. Das stimmt, ja. Wie im letzten Part schon gesehen. Eigentlich auch cool hier, diese Rundung von dem Weg. Wo bist denn du schon wieder? Hier vorne, an die Front. Achso. Also hier rundherum ist relativ, ne? Um meine Hütte sind ganz viele freie Plätze noch. Also, wer möchte, neben einem YouTuber? Noch nicht, ne? Ja, YouTuber bist du trotzdem, nur ohne Rang. Stimmt. Ja, okay. Warte mal, ich geh mal nach ins Grundstück, und also zu meinem, und guck mal gerade, was ich denn noch da habe. Ja, du siehst schon, hier fehlt noch vorne und hinten. Die Scheiben sind auch komisch, aber die lasse ich jetzt. Die hier hatte ich. Ups, so. Hey, hat funktioniert. Zack. So, die sind auf der richtigen Höhe und hier kommt dann sozusagen einfach das Dach drüber. Was aber gerade schon wieder leicht angesagt ist, alles getan. Ich baue ein Gerüst, ey. Wo bist du? Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Du, ich renn hier oben rum. Oh, hi. Hallo. Hä? Was? Nee? Oh, ja. Oh, wo ist denn das her? Ja, ich habe zu Hause ganz viel davon. Oder besser gesagt, von Cleanstone habt ihr mal gerade gemacht. Achso, ich kann ja nicht bauen. Da muss mich noch hinzufügen. Oh, wie geht denn das nochmal? Slash, also warte mal, schreibt ihr in den Chat. Ohne den Punkt halt. Ist @brand. Stimmt. So.
Das wird bestimmt Treppe. Auf dem alten war es da noch, ne? Aber das habe ich verkauft. Lustig, ob ich da noch drauf bin. Müsste ich mal gucken. Ich komme nicht mehr hin. Ich hab, würde es eh nicht mehr finden. Ja, ich glaube, die Richtung weiß ich noch. Ich habe meinen Orientierungssinn. Ja, ich weiß, sagt nichts. Ah, da war ja was. Soll das jetzt einfach nur so komplett drumherum bis zur Mauer? Ja, machen wir einfach Dach drauf und gut ist. Sozusagen, hups. Klappe zu, Affe tot. Deckel drauf. Was ich dann mit der Hütte mir später noch überlege, sehe ich dann, ne? Ja, bei mir kam das auch immer so nach und nach. Ja so gut, du hast deine Hütte mal komplett überarbeitet. Ja, immer so ein bisschen zwischendurch. Also klar, für dich ist es dann jetzt nach dem letzten Mal, wo du da warst, auf jeden Fall viel auf einmal. So, jetzt ist nur die Frage, war das so? Soll das so? Ja, wir machen es einfach so. Dann muss ich dann noch einen Haufen... Brauche ich dann wieder einen Haufen Glas und... Ah, Hauptsache die Hütte ist endlich mal dicht. Die ganzen Fenster hier hinten kann ich mir dann eh später sparen, wenn sollte irgendjemand die Grundstücke rundherum kaufen, ne? Stimmt, siehst du. Aber ja, im Moment sieht's doof aus, wenn ich dann einfach nur glatte Fassade dahin klatsche, ne? Das stimmt, ja. Ich habe das aber auch bei mir gemacht. Ich glaube, da ist sogar immer noch eins... Oder? Ich glaube, hinter mir ist noch ein Grundstück frei. Bin jetzt nicht ganz sicher. Hinter meinem das daneben an der Ecke, das ist frei. Das wird es dann in... bei der VIP-Will-Einweihungsparty zur Verlosung geben. Was? Beim Quiz-Event. Du verlost ein ganzes Grundstück, was ist mit dir los? Ja, deswegen mit dem zweiten Altstadt-GS. Ich tue was für die Community. Ja, derjenige, der mein altes gekauft hat, hat auch eigentlich ein Schnäppchen gemacht. Das Ding habe ich auch ziemlich günstig ihm dann überlassen. Ich glaube, ich habe am Ende, was habe ich, 5000 oder so gerade mal. Da ist nicht schlecht für die Altstadt. Ist zwar aber auch relativ weit weg, ne? Also das hier ist auf jeden Fall näher dran am Spawn jetzt. Weiß ja noch ungefähr die Richtung. Ich denke, ich werde es auch finden, das Grundstück. Wenn ich mal suche, dann gucke ich, ob ich da abbauen kann. Dann weise ich mal freundlich darauf hin, dass ich alles gegrieft habe. Nein, natürlich nicht. Ich sag ihm dann aber hier. Freundliche Info, ich habe dein Grundstück auseinandergenommen. Ne? Ich hab bei dir gelootet. Oh, immer diese Griefer. Aber das ist jetzt so richtig, ich mach einfach erstmal zu. Ach, verdammt. Was Falsches kannst du dann ändern. Du, ich bin froh, wenn die Hütte irgendwann mal dicht ist. Und aus mir ist gut, wenn mal wieder was. Wenn mal wieder was gemacht wird, ne? Nicht, dass es irgendwann dann zwangsversteigert wird. Obwohl, gibt es diese Zwangsversteigerung eigentlich noch bestimmt, ne? Ja, aber nicht, wenn dein Grundstück nicht bebaut ist, sondern nur, wenn du ewig lange nicht mehr drauf warst. Weiß nicht, wie das momentan ist, die Regel. Ich glaube, Non-Vips, wenn die länger als einen Monat inaktiv sind. Na gut, ich war ja immer mal wieder drauf. Ja, ich meine, man kann ja sagen, hier, ich bin für ein halbes Jahr in Australien, dann meldet man sich eben ab. Im Forum, ne? Macht ein Support-Ticket auf hier. Bitte Grundstück nicht resetten, ich bin von da oder für so lange weg. Klar, ist doof, jemand, der an unverbauten Kuma liegt, der kann vorher nicht Bescheid sagen, aber das ist dann Pech. Ja, klingt ein bisschen krass, aber weißt du, auf wie viel man dann Rücksicht nehmen müsste, wenn man hier Teamler ist und. Ja, das sieht dann einfach nicht schön aus irgendwann, ne? Wenn da einfach nichts passiert. Na gut, kommt halt drauf an. Und ich würde mal sagen, wie ist das eigentlich, wenn du selber dir sagst, deine Hütte ist fertig und machst Ewigkeiten nichts mehr dran? Wird die dann auch resettet? Na, du weißt ja, was die Bauregeln sind. Die kann ja jeder einsehen. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann kann das resettet werden. Trotzdem, dass du denkst, dass es fertig ist. Ich meine, wenn ich jetzt das Dach fertig gemacht habe, ist das für mich eigentlich, ne? Dann werden die Fenster irgendwann noch eingezogen und dann ist gut. Ob es die Hütte dann irgendwann noch gibt, seht ihr dann irgendwann. Das seht ihr dann in einer anderen Folge. Aber wichtig ist, das Haus muss komplett bis zur Grundstücksgrenze gebaut werden. Habe ich. Glaube ich.
Keinerlei Garten ist erlaubt. Garten, und was ist das, keine Tiere ist auf Katzen und Hunde dürfen gehalten werden. Man kann Tiere halten? Ja. Hast du nicht sogar durch deinen VIP, mach mal /pet. Wo bist du? Oben. Ganz oben, guck mal. Ah, das ist ja... Ich hab ne Taube. Ich hab ein Haustier? Ja, das ist ein VIP-Feature. Ich hab ein BB-8. Wie krieg ich den jetzt wieder weg? Name your pet, remove your pet, okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Nom 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 irgendwie heißt das. Man kann, warte mal, was? Nicht hauen! Ach so, genau. Name your pet. Keine Ahnung. Minimi. Oh. Na? Habe ich jetzt zu viel? Hä? Guck. Honolulu. Kannst auch Namen geben. Oh. Ja, das ist eine witzige Spielerei, aber... Ist gut. Also nur wer VIP hat, ne? Der kann auch dieses Feature genießen. Hey, mehr du, Infos in der Videobeschreibung. Ey du, ich bin VIP. Ich bin VIP. Ich bin YouTuber. Das heißt, sei doch still. Wirst du auch noch kriegen. Geduld. Ich sag's immer wieder, ich hatte es doch schon mal. Und dann habe ich gesagt, ich leg mal eine Pause ein. Könnte ein Nachbar werden, wenn ich 20.000 Euro hätte. Euro? DM. Oder 18.000. Wie viel hab ich dann eigentlich? Das ist eine gute Frage. Boah. Ich war mal, was hatte ich vorhin? Alter, das Ding, das kostet 36.000. Na ja, gut, das ist auch ein bisschen, das ist auch schon ein ordentlich größeres Grundstück. Ich habe nur noch 12, wo ist mein ganzes Geld hin? Achso, Schrebergarten verlängert bis dort hinaus. Ja, ich habe noch 8.900 und paar zerquetschte DM-Cents. Aber Dach ist drauf, ne? Ich muss halt nur noch da oben noch gucken, wie ich das mache, irgendwie. Aha, ach, die Fensterverzierung muss ich noch machen. Telefon DJ. Soll das so eine Dollarnote sein hier, dieses Gebilde? Keine Ahnung. Ja, doch, von hier sieht es so aus. Von hier aber auch irgendwie so. Ja, das hat er in 3D gemacht. Sieht von jeder Seite so aus. Ja, cool. Aber doch. Das könnte was werden. Ich muss dann halt nur mit Treppchen und alles da oben noch rumverzieren, ne? Ja, fertig ist noch nicht, aber... Ja, vor allem sehe ich gerade, ich habe da oben eine Kante zu viel gemacht. Nee, aber Verzierung und so und weiteres gibt es dann irgendwann in den nächsten Folgen. Folgen. Vielleicht auch irgendwann mit YouTuber-Status wieder. Ah, ich hack zu viel drauf rum. Ich warte einfach. Einfach abwarten, genau. Auf jeden Fall sage ich wie immer, guck beim Danger, Link dazu, wenn auch ich es nicht vergesse in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Einschalten, gehabt euch wohl und tschüss. Dankeschön und haut drin bis dahin, tschüss.